So, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, bevor ich Sie alle ganz herzlich willkommen heiße, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass diese Veranstaltung simultan übersetzt wird. Bitte wählen Sie unten rechts das Weltkugelsymbol in der Toolbar, um den jeweiligen Sprachkanal auszuwählen. Cet événement est accessible en allemand et en français. Veuillez choisir le symbole du globe dans la barre de navigation en bas à droite pour sélectionner le canal de langue. Ich freue mich sehr, Sie im Namen des Europabüros der Konrad-Adenauer-Stiftung heute Abend begrüßen zu dürfen und heiße Sie ganz, ganz herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Stimmen zur Zukunft Europas. Ganz besonders freuen wir uns, dass wir diese Veranstaltung gemeinsam mit dem Kollektiv Pour un Service Civique Européen organisieren. Und bereits an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön für diese Kooperation. Das Thema Jugendpartizipation und Engagement in und für Europa liegt uns naturgemäß als Konrad-Adenauer-Stiftung besonders am Herzen und ist, wenn man so will, Teil unserer DNA. Wir verstehen politische Bildung als eine zentrale Säule der aktiven Bürgergesellschaft. Politische Bildungsarbeit und Initiativen wie der Europäische Zivildienst oder das Erasmus-Programm leisten einen wichtigen Beitrag zur Stärkung einer offenen und demokratischen Gesellschaft in Europa. Unser Vorsitzender Professor Lammert hat es einmal sehr passend auf den Punkt gebracht, indem er sagte, Zitat, die Demokratie steht und fällt mit dem Engagement der Bürger. Das Gleiche gilt natürlich auch für Europa. Das Projekt Europa ist kein selbsterhaltendes System, sondern lebt von der Teilhabe und dem Einsatz ihrer Bürgerinnen und Bürger. Die Konferenz zur Zukunft Europas soll dieses Bewusstsein noch einmal stärken und alle Europäerinnen und Europäer dazu auffordern, die Idee der Europäischen Union und natürlich auch die konkrete Umsetzung mitzugestalten und weiterzuentwickeln. In diesem Zusammenhang freue ich mich ganz besonders, dass wir dieses Thema heute Abend aufgreifen und mit unseren Gästen diskutieren. Noch einmal Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Auch wenn ich es natürlich sehr bedauere, Sie heute nur virtuell und nicht hier bei uns im Europabüro begrüßen zu dürfen, freue ich mich, dass es diese digitale Möglichkeit gibt, im aktuellen Kontext leider nicht anders machbar. Ein ganz herzliches Willkommen an die Abgeordnete aus dem Europäischen Parlament, Sabine Verheyen, Mitglied auch im Kulturausschuss und viele Jahre auch ihre Vorsitzende, sowie Christian Spahn, Generalsekretär der Versammlung der Regionen Europas. Frau Verheyen ist bereits seit 2009 Abgeordnete im Europäischen Parlament und wie ich schon sagte, seitdem auch Mitglied im Ausschuss für Kultur und Bildung. Davor war sie 10 Jahre lang Bürgermeisterin der Stadt Aachen sowie Mitglied des Euregio-Rates. Herr Spahr ist seit letztem Jahr Generalsekretär der Versammlung der Regionen Europas und war zuvor Pressesprecher der Europäischen Kommission. Darüber hinaus freue ich mich ihn auch als ehemaligen Kollegen, der lange Jahre das Medienprogramm der Adenauer Stiftung in Südosteuropa geleitet hat, begrüßen zu dürfen. Und last but not least befreut es mich insbesondere, unseren heutigen Gast Corwin Wiliszewski willkommen zu heißen. Er war im Rahmen des Europäischen Zivildienstes als einer der ersten Freiwilligen des Programmes in Frankreich und in Deutschland tätig. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend auch dabei sind und Ihre Erfahrungen, Erlebnisse mit uns teilen. Bevor nun der Co-Vorsitzende des Kollektivs Boris Jaros die Initiative vorstellt und die Diskussion einleiten wird, möchte ich gerne darauf hinweisen, dass Sie alle herzlich eingeladen sind, diese Diskussion so interaktiv wie möglich zu gestalten. Also partizipieren Sie, nehmen Sie teil an dieser Diskussion und ich wünsche uns allen einen anregenden Abend. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Herr Dr. Ostri, für Ihr enthusiastisches Grußwort, dem ich mich natürlich anschließe. Mein Name ist Boris Jaros. Ich freue mich sehr, als Co-Vorsitzender des Kollektivs für einen europäischen Zivildienst oder freiwilliges europäisches Jahr, Kollektiv pour un Service Civique Européen auf Französisch, die heutige Diskussion einführen und moderieren zu dürfen. Wir möchten uns dabei auch noch einmal ganz herzlich bei der Konrad-Adenauer-Stiftung bedanken, dass zum ersten Mal eine solch gemeinsame Veranstaltung möglich gemacht worden ist. Herr Dr. Ostri hat es gesagt, das Engagement der Stiftung für Europa und Jugend ist uns selbstverständlich bewusst und wir freuen uns daher auf diese Kooperation, nicht zuletzt mit Blick auf die Konferenz zur Zukunft Europas. Und da möchten wir natürlich zusammen mit vielen anderen Jugendorganisationen der Zivilgesellschaft mitsprechen.
Auch möchten wir herzlich unsere Zuschauer begrüßen, unsere tatsächlich registrierten Gäste, sowie all die, die uns vielleicht auch jetzt zurzeit über das Facebook Live folgen. Je profite également de l'occasion pour saluer nos amis francophones. Herzlich willkommen zu dieser zweisprachigen Diskussion. Worum geht es denn heute in dieser Veranstaltung? Was sind die Stimmen zur Zukunft Europas? In erster Linie geht es dabei um einen Beitrag zur gleichnamigen Konferenz, die am 9. Mai, dem Europatag, beginnen wird. Beiträge von Entscheidungsträgern natürlich, wie Frau Verheyen und Herr Spahn, aber auch von Jugendlichen wie Corwin, der zum ersten Mal an einem innovativen Pilotprojekt im Netz teilgenommen hat, und sowie von unserer eigenen Jugendorganisation aus der Zivilgesellschaft. Tatsächlich wurde die Konferenz zur Zukunft Europas unter anderem einberufen, um den europäischen Bürgern und Bürgerinnen in erhöhtem Maße die Mitsprache an europapolitischen Entscheidungen zu erleichtern. Hinzu kommen aus unserer Perspektive zwei Ansätze, die den Leitfaden der heutigen Diskussion bilden. Der erste Ansatz ist dabei, Europa erlebt natürlich eine Krisenzeit auf mehreren Ebenen. In allen EU-Ländern sind heute EU-Bürger mit den gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie konfrontiert. Besonders ältere Menschen und junge Erwachsene, gerade auch junge Menschen mit erhöhtem Förderbedarf, Youth with Few Opportunities auf Englisch, und Studenten, die dabei sehr stark betroffen sind. Unser gesamtgesellschaftlicher Zusammenhalt gerät dabei natürlich zunehmend unter Druck. Beispielsweise lag die Jugendarbeitslosigkeit in Europa vor der Pandemie knapp unter 15% und Mitte 2020 lag sie dann bereits bei über 17%, fast 18%. Manche Beobachter sprechen da sogar von einer, in Anführungszeichen, verlorenen Generation. Dies verschärft dann auch natürlich die Dringlichkeit schon bestehender Herausforderungen für Europa und Mitgliedstaaten. Klimawandel, Integration und Zusammenleben, wirtschaftliche Ungleichheiten, geografische Disparitäten und demokratische Werte und natürlich politische Partizipation. Der zweite Ansatz, den ich einführen möchte, entspricht auch einer Überzeugung. Mit ihrem Enthusiasmus, Energie und auch mit ihren Träumen gehört die Jugend maßgebend zur Lösung und die Konferenz zur Zukunft Europas bietet ihr eine einmalige Gelegenheit, ihre Stimme zur Zukunft unseres Europas zu erheben und es aktiv mitzugestalten. Und genau dem Vorhaben möchten wir heute mit dieser Veranstaltung beitragen. Dabei möchten wir gemeinsam auf Fragen eingehen, wie zum Beispiel, wie lässt sich das soziale, bürgerschaftliche und politische Engagement der Jugend in Europa fördern? Welche Themen sind für die Jugendlichen im Hinblick auf Europa wichtig? Wie wirkt sich die Covid-19-Pandemie auf junge Menschen aus? All dies gehört natürlich zur Diskussion. Bevor wir uns erste Impulse von Frau Verheyen und Herr Spahr und auch Corwin anhören dürfen, möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, das erwähnte Projekt eines freiwilligen europäischen Jahres vorzustellen oder auf Französisch Service Civique Européen. Unseres Erachtens handelt es sich dabei um ein gutes zwischen vieler anderer Beispiele auch, wie junge Menschen und Zivilgesellschaft positiv Europa mitgestalten können, gerade auch in schwierigen Zeiten. Wer sind wir dabei? Wir sind ein assoziatives Kollektiv, eine Jugendbewegung, das nach dem französischen Vereinsrecht 2018 von Benjamin Sibyl gegründet worden ist. Benjamin, einem jungen Franzosen aus Saargewöns, also auch Grenzbereich. Ich habe da selbst übrigens die deutsche und auch die französische Staatsangehörigkeit und bin dabei selbst auch Straßburg, also auch wieder Grenzbereich. Und mittlerweile wird unser Verein von etwa 80 engagierten ehrenamtlichen Mitarbeitern aus etwa 15 EU-Ländern unterstützt. Was versuchen wir dabei zu erreichen? Wir haben da ein Ziel vor Augen, eine europäische Jugendmobilität
und europaweites Engagement in möglichst vielen europäischen Ländern einzuführen und fördern. Kurz, das Motto Europa für alle. Idealerweise können eines Tages in dieser Perspektive alle jungen Menschen in Europa ein strukturiertes Mobilitätsprogramm antreten, um gesellschaftliche Herausforderungen in Europa gemeinsam zu bewältigen und dabei den Zusammenhalt und das europäische Angehörigkeitsgefühl stärken. Wir nennen diese Idee nennen wir dann das Freiwillige Europäische Jahr oder Service Civique Européen und stützen uns, und das ist uns auch wichtig, auf europäische, zum Beispiel das Europäische Solidaritätskorps, und auch auf nationale, zum Beispiel die nationalen Freiwilligendienstprogramme wie FSJ in Deutschland, auf europäische und nationale Instrumente, um diese Idee, um uns für diese Idee einzusetzen. Das Konzept ist dabei relativ einfach und besteht in zwei Phasen. Erstens, ein 6-monatiger Freiwilligendienst, zum Beispiel Freies Soziales Jahr für deutsche Freiwillige, im eigenen Heimatland als Vorbereitungsphase mit Sprachkursen und pädagogischer Begleitung. Und dann zweitens anschließend einen weiterführenden 6-monatigen Aufenthalt im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps. Zum Beispiel würden dann in dieser Perspektive deutsche junge Freiwillige, die in Deutschland angefangen hätten, dann anschließend nach Deutschland für 6 Monate geschickt. In beiden Phasen, und das wäre dabei auch ein innovativer Aspekt, existiert dann ein Tandem-Prinzip. Das heißt, es sind dann immer Teams, wo ein heimischer und ein europäischer junger Freiwillige zusammenarbeiten im Rahmen der Tätigkeiten. Und dadurch begünstigen wir dann auch interkulturellen Austausch. Wichtig ist dabei wirklich, dass wir keine Konkurrenz schaffen zu oder zwischen existierenden Programmen. Wir möchten wirklich lediglich die Stärken existierender Programme kombinieren. Das ist das Konzept, und dieses Konzept wurde bereits erfolgreich als Pilotprojekt in Frankreich getestet. Das war dann nur möglich durch das Engagement unserer operativen Partner, in erster Linie Unicité. Unicité ist einer der prominentesten Akteure in Frankreich und auch Pionier des Freiwilligendienstes. Und von September 2020 bis März 2021 waren es 24 junge Freiwillige, davon 12 Franzosen, 6 Deutsche, 5 Italiener, ein Belgier, und die dann zum Thema Diskriminierung und altersfähige Missionen in Metz absolviert haben. Und anschließend wurden die jungen Franzosen dann im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps nach Italien und Rumänien zu weiteren Partnervereinen geschickt. Corbin bestimmt dann nachher auch Näheres, Konkreteres zu dem Programm erzählen und wie er das erlebt und wahrgenommen hat in Metz. Wo möchten wir jetzt damit hin? Das Projekt wird nun in Europa weiter ausgebaut. In Frankreich hat es bereits auch Zuspruch von politischen und institutionellen Akteuren bekommen. Wir sind auch daher sehr stolz, dass im September 2021 in Frankreich mindestens 2 neue Jahrgänge mit unserem Partner Unicité geschaffen werden. In Metz, wo der Jahrgang erneuert wird, aber auch in Straßburg und womöglich in weiteren Städten oder Regionen. In Italien müsste auch ein erstes Pilotprojekt im Südtirol starten. Wir hoffen da auch auf weitere Länder, in denen wir das Projekt schrittweise einführen könnten. Und zu diesem Zweck errichten wir auch ein Netzwerk assoziativer Akteure in Europa. Wir möchten dann natürlich ein solches Pilotprojekt auch in Deutschland starten und prüfen derzeit das Interesse möglicher prominenter Trägerorganisationen. Tatsächlich ist die Teilnahme von Deutschland als prominentes Freiwilligendienstland an solch einem Projekt vielversprechend, aufgrund auch des vielseitigen Angebots, den es bereits in Deutschland gibt. Freies Soziales Jahr, Freies Ökologisches Jahr, Bundesfreiwilligendienste und auch noch andere spezifischere Programme. Und dabei wünschen wir uns natürlich auch in dem Rahmen weiterhin institutionelle und politische Unterstützung. Wir möchten nämlich kein französischer Verein mit Arbeitsbeziehungen zu ausländischen Organisationen sein, sondern ein wirklich europäisches Bürgerprojekt mit einer starken Präsenz in vielen EU-Ländern, darunter natürlich Deutschland als prominentes Land des Freiwilligendienstes.
In unserem eigentlichen Team spielt auch Deutschland und die deutsche Sprache eine wichtige Rolle. Ein bedeutender Teil unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter ist deutschsprachig. Und unsere erste wirklich angestellte, also nicht ehrenamtliche Mitarbeiterin, ist ebenfalls eine deutsche Staatsbürgerin, was auch nur durch die Unterstützung des deutsch-französischen Jugendwerkes möglich war. Kurz, wir wollen allen deutschen jungen Menschen die Möglichkeit schaffen, besonders die mit erhöhtem Förderbedarf, Mobilität und Engagement in den eigenen und in anderen Ländern zu erfahren und dabei existierende Programme nutzen, sowie interinstitutionelle und zwischenstaatliche Zusammenarbeit in dem Bereich als NGO befürworten. Und auf dieser Basis wünschen wir uns einen positiven Beitrag zur Konferenz zur Zukunft Europas leisten zu können. So viel zu uns. Das war nun eine lange Einführung. Und im Anschluss auf diese Konferenz freuen wir uns natürlich auf jede spezifischere Anfrage zum Projekt oder zum Verein. Bitte zögert nicht. Doch nun würde ich sagen, zu unseren Gästen und Sprechern. Ich habe gerade viel über Jugendmobilität und Engagement gesprochen und möchte mich daher zunächst an Frau Sabine Verheyen richten und danach an Christian Spahr und anschließend an auch Corwin für einen konkreten Erfahrungsbericht auf Metz. Nach diesen ersten Impulsen wird dann auch eine etwas freiere Diskussion ermöglicht und auch mögliche Fragen unserer Zuhörer oder Zuschauer aufgegriffen. Sehr geehrte Frau Verheyen, ich würde dann mich zunächst an Sie richten und mit einer ersten Frage losschießen. Angesichts Ihrer Erfahrung und Werdegangs, den Sie auch natürlich sehr gerne wieder für alle anführen können, welche Themen sind denn Ihres Erachtens heute für junge Menschen in Europa besonders wichtig oder prägend? Und wie könnte man allgemein das soziale, bürgerschaftliche und politische Engagement der Jugend in Europa fördern? Ja, vielen Dank zunächst einmal, dass ich heute an der Diskussion, an der Veranstaltung teilnehmen kann. Ich denke, wir befassen uns heute mit einem sehr, sehr wichtigen Thema, nämlich wie kann ich junge Menschen besser auch in politische Entscheidungsprozesse mit einbeziehen? Wie kann ich eine Bildung aufbauen, auch in demokratischen Prozessen? Was sind die Themen, die junge Menschen interessieren? Und das aufgehängt natürlich an dem Thema Zukunft Europas, ist eigentlich genau der richtige Ansatz. Denn die jungen Menschen sind die Zukunft nicht nur unserer Gesellschaft, sondern auch die Zukunft Europas. Und wenn wir Europa neu aufstellen wollen, neu gestalten wollen, brauchen wir die Beteiligung und Partizipation, vor allem auch junger Menschen. Im Europäischen Parlament befassen wir uns seit langem damit, wie wir junge Menschen stärker, ich sag mal auch erstmal an den europäischen Gedanken heranführen können, aber eben auch in europäische und politische Entscheidungsprozesse und in politische Debatten einbeziehen können. Und dafür haben wir, finde ich, seit vielen Jahren ein hervorragendes Programm etabliert, nämlich das Erasmus Plus, das nicht nur im Bereich des Jugendaustauschs, nicht nur im Bereich der schulischen, der formellen Bildung, sondern vor allem auch im Bereich der informellen Bildung über Jugendorganisationen, über Simulationen Europäischen Parlamentes, über Themendebatten, über fachbezogene Austausche zu bestimmten politischen Themen genau diesen Prozess in Gang setzt. Wir haben in der jetzigen Zeit, finde ich, mit einer deutlich stärker politisch interessierten Jugend zu tun, als das vielleicht vor 20 Jahren noch der Fall war. Ich weiß, als ich noch ein Kind war in der Jugendzeit, die 68er-Bewegung, wir hatten in Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre eine sehr, sehr stark politisch engagierte Jugend. Das hat dann irgendwann so ein bisschen nachgelassen. Da war das irgendwo auf einmal nicht mehr ganz so schick, sich politisch zu engagieren. Und es lief ja alles ganz okay. Aber eben durch die Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, durch den gesellschaftlichen Wandel, durch die Digitalisierung, durch den Klimawandel, auch durch die Frage, wie sieht unsere Zukunft aus, welche Perspektiven haben wir, verschiedenste Krisen, die junge Generation mit hat durchleben müssen, ob das die Finanz- und Wirtschaftskrise war, wo in erster Linie, Sie haben das eben sehr richtig gesagt, die jungen Menschen gelitten haben durch Arbeitslosigkeit, durch Probleme auch bei der Bildung und Weiterbildung. Oder eben jetzt auch die Covid-19-Krise, die eben gerade im Bildungsbereich
eine große Lücke reißt und die Unterschiede auch in unserer Gesellschaft nochmal sehr deutlich uns vor Augen führt. Menschen, die einen guten Zugang zum Internet haben, die entsprechenden Support haben, kommen mit der Krise ganz anders klar als diejenigen, auch im Bildungsbereich, als diejenigen, die eben diese Privilegien nicht haben, die keinen guten Zugang zum Internet haben, die womöglich nicht den technischen oder auch den unterstützenden Support der Eltern zu Hause bekommen können. Da merken wir mittlerweile sehr, sehr große Unterschiede und eben auch Unterschiede zwischen den europäischen Staaten, wie weit sie in diesem Bereich schon, ich sag mal, fortgeschritten sind und nicht. Und das ist mit ein Grund, weshalb wir uns im europäischen Kontext, gerade bei uns im Ausschuss für Kultur und Bildung, mit diesen Themen befassen. Und natürlich auch immer wieder die Fragestellung im Zuge der Konferenz zur Zukunft Europas, was soll Europa in Zukunft leisten? Wofür soll Europa stehen? Wir haben schon in der Finanz- und Wirtschaftskrise, in der Eurokrise, die sogenannte Jugendgarantie auf den Weg gebracht. Aber was können wir da schon als Europäische Union garantieren, wenn Jugendpolitik, wenn Bildungspolitik ausschließlich in den Händen der Mitgliedstaaten liegt und wir im Endeffekt zwar Anreize setzen können, aber wirkliche Entscheidungen halt eben nur auf der Mitgliedstaatenebene am Ende zu treffen sind. Wir können unterstützen, wir können Programme starten, wir können versuchen, die Mitgliedstaaten dazu zu bewegen, mit der Unterstützung der Europäischen Union Angebote für junge Menschen zu machen, die dann auch das Bewusstsein für Europa natürlich mitstärken. Denn ich sag mal, wenn ich einmal in einem Austauschprogramm war, wenn ich einmal die Möglichkeit hatte, womöglich über das European Solidarity Corps auch in einem Ausland, in einem anderen europäischen Land, einen Sozialdienst, ein freiwilliges Jahr oder auch nur schon ein paar freiwillige Monate zu machen, wenn ich im Rahmen einer schulischen Ausbildung auf Austausch war, wenn ich im Rahmen meiner beruflichen Bildung, das ist etwas, was wir jetzt auch im Rahmen der neuen Programme sehr, sehr gestärkt haben. Wir haben das Budget für das Erasmus-Programm nicht ganz, wir hätten gerne mehr gehabt, nicht ganz verdoppelt, aber fast verdoppelt. Und ich glaube, dass wir hier eine ganze Menge für junge Menschen tun können, um Partizipation, um Teilhabe, aber eben auch den europäischen Gedanken zu fördern. Ich glaube, Sie haben da wirklich sehr viele, sehr, sehr wichtige Begriffe genannt. Und auch das europäische Bewusstsein ist da, das Bewusstsein für Europa und auch die bestehenden Programme. Man merkt, Europa macht auch viel. Das ist alles gar nicht immer so abstrakt, wie man oft vielleicht auf Bürgerniveau denken würde. Es passiert tatsächlich extrem viel. Und auch, wir sind jetzt vielleicht auch eher in einer Phase, wo Europa im Aufbruch ist. Da möchte ich vielleicht nochmal gleich nachfragen und vielleicht etwas präziser auf die Idee der Jugendmobilität eingehen. Und inwiefern Sie da der Ansicht sind, dass trägt denn diese Jugendmobilität auch zur politischen Teilhabe junger Menschen in Europa bei und zur Völkerverständigung? Und wie kann man vielleicht etwas präziser die Beteiligung junger Menschen auch wirklich zu demokratischen Prozessen oder zur Demokratie generell in Europa stärken? Kann da auch Mobilität etwas ausrichten? Das wäre eine Nachfrage von mir auch an Sie. Ja, wir sehen das in jedem Fall so. Wir haben durch viele Studien mittlerweile auch erfahren, dass junge Menschen, die einmal, ich sag mal, mobil waren im Rahmen ihrer Ausbildung oder eben auch über Jugendorganisationen ein ganz anderes Bewusstsein für europäische Zusammenhänge und auch politische Zusammenhänge in Europa haben. Für die kulturellen Unterschiede, aber auch für die politischen Unterschiede in den einzelnen Mitgliedsländern. Das schafft einen anderen Blick auf politische Geschehnisse und Debatten, die wir haben. Und wenn ich mir den Jugendteil des Erasmus-Programms, des Mobilitätsprogramms anschaue, erfahren wir jetzt gerade in der Zeit, wo eben Mobilität, wenn dann nur virtuell möglich ist, wie wichtig eigentlich auch dieser persönliche Austausch ist. Und dass Mobilität nicht nur durch virtuelle Mobilität ersetzt werden kann, sondern dass wir, sobald es irgendwo möglich ist, sobald der Impffortschritt da ist oder die Pandemie zumindest halbwegs im Griff ist, auch wieder zurückkehren müssen zur direkten Mobilität. Denn die Erfahrungen, die ich mitnehme durch einen Aufenthalt im Ausland, durch den direkten Kontakt mit Menschen in anderen Ländern, die andere Mentalität zu spüren, kennenzulernen. Und sei es auch nur ein paar Wochen im Rahmen meiner beruflichen Ausbildung oder ein Auslandssemester oder wie gesagt im Rahmen eines Sommerprojektes mit Jugendorganisationen, wo Menschen junge Menschen aus unterschiedlichen Teilen Europas zusammenkommen, um sich auch mit einem politischen Thema zu befassen.
aus den unterschiedlichen Perspektiven heraus. Wir hatten vor 2 Jahren in Düsseldorf eine Konferenz, wo junge Menschen zusammenkamen, die an unterschiedlichsten Programmen aus dem Jugend in Aktion damals auch teilgenommen hatten, also aus den Jugendprogrammen. Und wir haben damals darüber diskutiert, wie auch, wo die Probleme liegen, auch an solchen Programmen teilzunehmen, Zugang zu solchen Programmen zu bekommen. Das ist ein Riesenunterschied in manchen Ländern gibt zwischen städtischen Raum und ländlichen Raum, um eben Zugang zu Mobilitätsprogrammen auch zu bekommen. All diese Dinge halte ich für enorm wichtig und so etwas erfährt man nur, wenn man halt eben zusammenkommt und über solche Dinge diskutiert und auch unterschiedliche Ansätze in der Politik oder wie Themen wahrgenommen werden. Dass womöglich manche Themen, die bei uns in Deutschland ein absoluter Hype bei jungen Leuten sind, in anderen Ländern womöglich überhaupt nicht wirklich das wichtigste Thema sind. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, um auch ein gegenseitiges Verständnis zu bekommen und eben auch eine größere, auch politische Weitsicht zu bekommen, aber auch um in Ländern, wo wir noch keine, ausgereifte, lang erfahrene demokratische Struktur haben, gegebenenfalls auch andere Denkweisen oder demokratische Strukturen auch kennenzulernen. Ich denke, dass wir hier eine ganze Menge machen können und ich bin froh, wenn wir auch wieder zur Mobilität zurückkommen. Wir haben genau, um auch ein niedrigschwelliges Angebot zu machen, für junge Menschen ja auch das Interrail-Ticket, also dieses Discover-EU-Programm mit ins Leben gerufen. Ich weiß, das hat am Anfang etwas Kritik auch hervorgerufen bei Jugendorganisationen, die sagten, wo bleibt denn da das pädagogische Konzept? Wir haben das dann in der ersten Pilotphase geknüpft, zum Beispiel an das European, an die European Capitals of Culture oder das European Year of Cultural Heritage. Und wir wollen es in Zukunft auch im neuen Programm jetzt bei der Implementierung an European Capitals of Youth oder die European Capitals of Sport knüpfen, sodass auch hier eine Anbindung an dieses Programm für Jugendorganisationen möglich wird und die jungen Menschen da abholen. Nicht jeder ist in Jugendorganisationen engagiert, aber hat womöglich Interesse daran, trotzdem andere Länder auch kennenzulernen. Und das war mit ein Grund, weshalb wir gesagt haben, wir brauchen ein niederschwelliges Angebot, an das man dann andocken kann mit Angeboten für junge Menschen, für Jugendliche im Rahmen des Studiums, der Ausbildung oder der Jugendpartizipation über das Jugend in Aktion Programm, also den Jugendteil des Erasmus-Programms. Vielen Dank. Also Mobilität fördert Begegnung, Annäherung, das wiederum fördert Austausch, Diskussion, Verständnis und dann letztendlich Engagement, Zusammenarbeit, wobei man auch vielleicht etwas breiteres Verständnis des Politischen haben kann oder was Politik sein kann. So das Leben der Polis, das Leben der Stadt, vielleicht auch in einem etwas breiteren Verständnis. Das bringt mich dann auch direkt zu Herrn Christian Spahr als Generalsekretär der Versammlung der Regionen Europas oder der European Regions. Auf Englisch bin ich mir mit dem Begriff sicher, auf Deutsch entfällt es mir manchmal, aber Herr Spahr wird mich natürlich dann auch korrigieren. Sehr geehrter Herr Spahr, auch im Rahmen der Konferenz zur Zukunft Europas hat dann die Versammlung der Regionen Europas auch eine Recommendation publiziert und vertritt einen bürgernahen Ansatz, der in Europas Städten, Dörfern und Gemeinden beginnt. Und das bringt uns ja wieder auf die Wichtigkeit des auch wirklich lokalen, kommunalen Niveaus. Meine Frage wäre dabei, wie können denn die jungen Menschen in Europa in diesen Prozess mit einbezogen werden und wie können sie sich dann am besten einbringen? Ja, vielen Dank, Herr Jaros und lieber Herr Dr. Ostri, auch danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut darüber, weil ich glaube, wir haben hier mehrere Akteure an einem Tisch, die nicht nur in die gleiche Richtung arbeiten, sondern auch Initiativen in diesem Bereich vorzuweisen haben. Und da Sie jetzt gerade die Konferenz zur Zukunft Europas ansprechen, möchte ich natürlich auch gerne
damit beginnen. In der Tat setzen wir uns dafür ein, also die Vereinigung oder Versammlung der Regionen Europas oder AER als englisches Kürzel. Wir sind die politische Vertretung von etwa 140 Regionalregierungen in ganz Europa, nicht nur in der EU, also quasi von den Azoren in Portugal bis Tatarstan in Russland. Und wir sehen natürlich diese Debatte auch sehr in einem zivilgesellschaftlichen Kontext und setzen uns für Bürgerbeteiligung ein. Und in diesem Zusammenhang hat unser Vorstand eben auch deutlich gefordert, dass die Beteiligung der Jugend da im ganzen Prozess auch sichergestellt werden muss, um eben nicht nur hauptberuflich politisch Aktive einzubinden, sondern gerade auch den jungen Menschen in diesem Kontext der Krisensituation, der Pandemie, auch eine europapolitische Perspektive zu geben. Also das haben wir übrigens auch gemeinsam mit zum Beispiel mit zivilgesellschaftlichen Organisationen vorbereitet, mit dem Europäischen Jugendforum, dem Europäischen Studierendenforum und den jungen europäischen Föderalisten. Also unserer Ansicht nach geht es darum, dass es auch ein offenes Mandat geben soll, eben nicht nur Gespräche in einer Versammlungshalle, wo dann am Ende vielleicht ein Bericht geschrieben wird, sondern dass es auch einen strukturierten Prozess gibt, um Vorschläge der Bürger dann auch einfließen zu lassen in Gesetzgebungsverfahren und in Maßnahmen. Und ich glaube, dass eben für die jungen Menschen jetzt im Kontext der Pandemie vor allem drei Dinge auch wichtig sind. Das eine ist natürlich eine berufliche Perspektive, Ausbildung. Also das Bildungssystem leidet unter der Pandemie. Der Arbeitsmarkt, das haben Sie angesprochen, die Jugendarbeitslosigkeit steigt. Aber auch eben die Frage, wie kann man unter diesen Aspekten, gerade auch wenn man sich nicht so oft in Person treffen kann, wie kann man mitsprechen in der europäischen Debatte? Und Jugendliche brauchen, glaube ich, in dieser Situation auch eine mentale Resilienz, dass es also nicht ein Gefühl von Machtlosigkeit gibt, sondern dass eben Vertrauen, auch neues Vertrauen in das europäische Projekt entsteht. Und ich glaube, da haben Sie mit diesem Projekt des Europäischen Zivildienstes ein sehr gutes Projekt. Denn ich glaube, jedes Format, das jungen Menschen europäische Erfahrung erlaubt, ist in dieser Situation sehr gut. Und der Zivildienst, also ich habe selbst eben auf nationaler Ebene auch Zivildienst gemacht. Und ich fand immer, dass es auch zivilgesellschaftliches Engagement fördert. Also das Bewusstsein, dass wir auf der einen Seite wirksame Politik brauchen, aber eben der Staat es auch nicht alleine richten kann. Und ich biete Ihnen auch gerne unsere Zusammenarbeit an, denn wir haben mit einem ähnlich gelagerten Programm schon hervorragende Erfahrungen gemacht. Das nennt sich Eurodyssey oder Eurodyssee und ist schon 35 Jahre alt, bewegt sich im Bereich der beruflichen Bildung und des beruflichen Austausches. Und wir schicken also jedes Jahr etwa 300 junge Europäer in eine andere Region Europas, in Betriebe, in Behörden, in NGOs, in Bildungsinstitutionen. Und das sind bisher also schon etwa 10.000 junge Leute, die da teilgenommen haben. Das begann vor dem World Wide Web, vor Erasmus, vor EasyJet und tatsächlich trägt das eben auch dazu bei, dass viele dann kurz danach auch eine Arbeitsstelle gefunden haben. Übrigens manchmal auch in ihrer Heimatregion. Also es ist eben nicht nur, dass man Menschen in andere Länder schickt, sondern dass eben auch die Heimatregionen davon profitieren sollen. Und also deswegen freue ich mich sehr über diesen Kontakt, diesen Austausch. Auch auf die weitere Diskussion. Vielen Dank, Herr Spahr. Und wir freuen uns natürlich auch sehr auf die Zusammenarbeit. Und tatsächlich, Eurodyssee scheint ein Programm zu sein, wo es sehr eine starke Konvergenz gibt, auch mit unseren Ansichten und wie wir unser eigenes Programm als Verein mit UNICT strukturiert haben wollen. Sie haben auch sehr wichtige Begriffe genannt, zivilgesellschaftliches Engagement und natürlich auch
Gefühl der Machtlosigkeit, dass man denen um jeden Preis auch entgegenwirken sollte und dass da dieses Engagement eine gute Lösung ist und dass dabei auch das Vertrauen wichtig ist, das Vertrauen in Strukturen in Europa, vielleicht auch das Vertrauen in sich selbst, an sich selbst als junger Mensch. Und da wollte ich noch einmal nachfragen, und auch der Begriff Finanzkrise ist bei Frau Verheyens Beitrag vorhin gefallen. Die Finanzkrise 2008 war ja auch wirklich ein Beispiel einer starken Krise mit starken sozialen auch Auswirkungen. Gerade die darauffolgende Staatsschuldenkrise auch, die dann 2015 auch wirklich am Höhepunkt war, dass es da auch regionale Divergenzen, da sind regionale Divergenzen hervorgebracht worden und die sich auch verschärft haben. Und dabei drohte das europäische Projekt einer immer engeren europäischen Zusammenarbeit ins Wanken zu geraten. Und wenn man jetzt sich dabei Gedanken zur Covid-Krise, zur Covid-Pandemie macht, wie kann man da aus Ihrer Sicht dann verhindern, dass sich solche regionale Divergenzen, vielleicht sogar auch Spannungen verschärfen und dass dann junge Menschen in ihren eigenen Ländern oder zwischen verschiedenen Ländern sich dann zunehmend voneinander entfremden? Was kann da vielleicht auch, was kann da die Region, was kann da das kommunale Niveau, was kann man da machen, um dem entgegenzuwirken? Ja, also ich glaube, das hat einen politischen Aspekt im Sinne von europäischer Debatte, aber es hat auch einen ganz praktischen Aspekt. Also die Differenzen, die Sie ansprechen, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, wir haben sowohl in der Finanzkrise als auch jetzt in der Gesundheitskrise gesehen, dass natürlich manchmal gibt es so Reflexe, national zu handeln und zuerst nur an das eigene Land zu denken. Aber ich glaube, es hat sich in beiden Fällen nach kurzer Zeit gezeigt, dass nur das europäische Vorgehen auch wirklich erfolgreich ist. Manchmal dauert es etwas länger, aber doch, dass man gemeinsam stärker ist. Und ich glaube, diesen Gedanken kann man auch auf die regionale Ebene übertragen. Also im Moment stehen natürlich die regionalen Regierungen und Verwaltungen vor einer großen Herausforderung. Alle kennen natürlich die Kohäsionspolitik und können damit umgehen. Aber wir als Organisation, die diese Regionalregierungen vertritt, sind eben jetzt stark auch damit beschäftigt, da ganz konkret Hilfestellung zu leisten mit Experten, Webinaren, Trainings, um eben die öffentlichen Verwaltungen fit zu machen, dann die neuen Hilfen der EU auch umzusetzen. Und das betrifft natürlich dann auch mit den Jugendbereich. Und wir haben auch Programme und Angebote, die sich auch speziell an junge Menschen in den Regionen richten. Also das können eben junge Mitarbeiter in den Verwaltungen sein, aber eben auch zivilgesellschaftliche Akteure. Also wir haben zum Beispiel ein EU-gefördertes Projekt, YFED, wo es sozusagen darum geht, dass Jugendliche ein Modell der Europäischen Union diskutieren und wo wir auch zum Beispiel Advocacy Trainings anbieten, also gezielt auch junge Leute darauf vorbereiten, dass sie sich politisch einbringen können. Und ich glaube, das kann dann durchaus dazu beitragen, dass eben auch wieder mehr Vertrauen, wollte ich jetzt gerade sagen, in die EU entsteht. Ich glaube, die EU genießt insgesamt ein hohes Vertrauen. Also es gibt da ja auch die entsprechenden Umfragen, dass in der Regel die EU ja sogar mehr Vertrauen genießt als die nationalen Regierungen. Aber natürlich ist die EU auch komplexer und erklärungsbedürftiger. Und ich glaube, dazu können solche Trainings und Schulungen und auch der Austausch zwischen Regionen viel helfen. Aber ich hoffe eben auch sehr, dass die Konferenz zur Zukunft Europas da einen wichtigen Beitrag leistet und gemeinsam mit anderen regionalen Organisationen möchten wir uns da natürlich auch stark einbringen mit Veranstaltungen, aber auch zum Beispiel mit einer Meinungsumfrage, die wir gerade vorbereiten und wo wir gezielt auch junge Menschen nach ihren Wünschen zur Zukunft Europas befragen.
Und darauf sind wir dann auch natürlich sehr, sehr gespannt. Gerade Advocacy Training, auch die Möglichkeit für junge Menschen, ihre Ansichten, ihre Interessen vielleicht auch souverän zu vertreten, das ist natürlich auch extrem wichtig, gerade auch in schwierigen Zeiten wie heute. Vielen Dank, Herr Spahr. Und das bringt mich jetzt gerade auch zu den jungen Menschen. Und wir haben auch einen jungen Menschen mit uns heute dabei, Corwin Wilchowski, der zum ersten Jahrgang des Europäischen Zivildienst / Freiwilliges Europäisches Jahr in Metz gehört hat, der das mitgemacht hat. Und lieber Corwin, also nochmal vielen Dank, dass du heute dabei sein konntest. Ich wollte dich fragen, und ich denke, das kann jetzt auch für Entscheidungsträger interessant sind, die da sind und dann auch diesen konkreteren Einblick in den Alltag bekommen von dem, was du getan hast. Du warst ja Teil dieses Pilotprojektes, du hast dort ein halbes Jahr gewohnt und dich für andere Menschen engagiert. Könntest du vielleicht uns von deinem Alltag in Metz berichten? Gibt es da einen typischen Alltag? Und vielleicht darüber hinaus, es ist ja auch so, dass viele junge Menschen nicht unbedingt wissen, wie solche Prozesse ablaufen, wie man sich ins Ausland projiziert, was für Infos es da gibt und welche positiven Einflüsse würdest du bei der Teilnahme an solchen oder ähnlichen Programmen sehen? Was könnte das für junge Menschen bringen und würdest du es weiterempfehlen? Viele Unterpunkte, aber dass du uns ja diesen etwas konkreteren Einblick geben könntest. Das wäre ja wunderbar. Ja, gerne. Erst einmal schöne Grüße in die Runde, auch an alle Zuhörenden. Ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen. Das ist ja schon eine Ehre. In gewisser Weise auch repräsentativ heute für diesen ersten Jahrgang stehen zu dürfen. Ich würde gerne noch einen kleinen Schritt zurückgehen und einmal kurz erklären, warum ich überhaupt mich dazu entschieden habe, ein freiwilliges europäisches Jahr zu absolvieren. Ich habe 2020 mein Abitur gemacht in Schleswig-Holstein und auch nicht schlecht, muss ich sagen. Und dann ist mir jedenfalls aufgefallen, dass ich in den vorigen Jahren immer für etwas gearbeitet habe, das sich nur anhand von Noten bemessen lässt und wenig tatsächlich realen Impact schafft. Gleichzeitig gab es eine andere auch interessante Perspektive, nämlich diejenige, dass im Ausland, und damit meinte ich jetzt Frankreich, mir es möglich gewesen ist, eine ganz neue Sprache auf eine neue Art und Weise zu lernen. Ich hatte Spanisch und Latein in der Schule und wollte unbedingt noch Französisch lernen. Und deswegen habe ich mich nach dem Abitur umgeschaut, was kann ich tatsächlich tun in Europa, im Ausland, wo kann ich etwas bewegen, was über auch das Persönliche hinausgeht und über diese individualisierten Interessen. Gleichzeitig, und das hat auch Herr Spahr angesprochen und dem kann ich wirklich nur beipflichten, ist ein freiwilliges europäisches Jahr 2020 für viele junge Menschen auch eine Perspektive gewesen aus der Covid-Erfahrung hinaus. Hätte ich direkt angefangen zu studieren, dann hätte ich das halbe Jahr sitzend vor einem Bildschirm verbracht und wahrscheinlich so gut wie keine jungen anderen Menschen kennengelernt. Das hat sich aber für mich dann bewahrheitet, indem ich nach Metz gegangen bin und dort im Kontext des europäischen oder European Solidarity Corps meinen Freiwilligendienst abgehalten habe. Die zwei Missionen sind schon angesprochen worden. Einmal Antidiskriminierungsarbeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Perspektive für ältere Menschen. Und da geht es nicht nur darum, Pflege zu leisten, sondern vor allem auch ging es darum, in der Covid-Pandemie für eine Vernetztheit zu sorgen, die viele ältere Leute von sich aus auch nicht garantieren können. Ich erkläre jetzt kurz, wie ein typischer Tag für mich ausgesehen hat. Sicherlich sind die Erfahrungen da auch ganz unterschiedlich. Für mich ging es immer um 8 Uhr morgens los, eigentlich ein bisschen früher. Der Weg bis zum Büro von Unicité
Hat dann doch seine 30 Minuten gedauert. Angekommen dort gibt es, gibt klare Strukturen. Unicity ist da auch ein Partner, der wirklich eine unglaubliche Erfahrung mitbringt. Unsere Projektkoordinatorin hat uns, das ist wichtig zu nennen, an der Stelle auch in den ersten 3 bis 4 Wochen auch auf die Arbeiten, die kommen, eingestellt. Das heißt, wir fangen nicht direkt an mit den Projektaufgaben, sondern wir haben vorher ein ausführliches Briefing, geradezu eine Ausbildung durchlaufen. Jetzt aber zu den praktischen Aufgaben. Es ist so, dass wir in Binomen zusammengearbeitet haben, immer interkulturelle Binome. Also zum Beispiel ein Deutscher mit einem Franzosen oder ein Franzose mit einem Italiener, ein Franzose mit einem Belgier. Da ist auf jeden Fall die Sprachbarriere dann ein bisschen nicht gegeben. Aber das Besondere und das, was tatsächlich mir und allen anderen, die diese Möglichkeit genutzt haben, in Erinnerung bleibt, ist, dass täglich in Eigenverantwortung Aufgaben erfüllt werden, die tatsächlich für andere gedacht sind. Also wir haben zum Beispiel Seminare, Unterrichtseinheiten entwickelt zu den Themen Rassismus oder auch Handicaps und sind dann in Schulen gegangen, haben dort in einer Art und Weise der informellen Bildung diese Themen dann verständlich gemacht, eine Vermittelbarkeit hergestellt, auch dadurch, dass wir versucht haben, je nach Altersgruppe spezifiziert die Angebote auszuarbeiten. Und an jedem Tag aufs Neue ist man mit ganz anderen Erfahrungen und besonders auch mit anderen Momenten des Austauschs konfrontiert gewesen. Denn, und das ist auch etwas ganz Wichtiges, dieses freiwillige europäische Jahr ist eines, das sehr von einer großen sozialen Durchmischung geprägt ist. Nicht nur in der tatsächlichen Arbeit. Man geht zum Beispiel, gehen wir an Gymnasien, aber genauso auch an Schulen in sozialen Brennpunkten der Stadt Metz. Und da hat es allein dort schon starke Durchmischung gegeben, aber auch im tatsächlichen Team mit den 4 Nationen, die dort vertreten gewesen sind. Genauso wie ein ganz unterschiedlicher Altersdurchschnitt. Wir hatten 29-jährige Psychologen und auch Absolventen der internationalen Beziehung im Team, genauso wie Abiturienten wie mich. Was ich auch hervorheben möchte, ist die besondere tatsächlich Entwicklung auch der französischen Freiwilligen, nicht nur was die Sprachfähigkeiten im Englischen anbelangt, sondern auch die in Bezug auf das Internationale. Also es gab einige der Teilnehmer, die vorher an einer Schule der zweiten Chance, l'école de deuxième chance, teilgenommen haben, aufgrund sozialer Schwierigkeiten und die dieses freiwillige Jahr tatsächlich als ein absolutes Sprungbrett nutzen konnten und jetzt in Molfetta in Italien den zweiten Teil ihres europäischen Jahres verbringen. Abseits davon ist sicherlich neben der hilfreichen und sehr zielgerichteten Arbeit, die wir geleistet haben, auch immer zu nennen, dass ein jeder ganz persönliche Fertigkeiten entwickelt, digitale Fertigkeiten. Wir haben zum Beispiel gelernt, wie wir es schaffen, auch Online-Seminare durchzuführen mit Programmen wie BCast, die mir auch vorher nicht bekannt gewesen sind. Genauso Projektkoordination, das zeitliche Strukturieren von bestimmten Arbeitsplänen, digitale Vernetztheit im Kontext Arbeiten, Slack und weitere Programme sind zum Einsatz gekommen. Das heißt, dieses europäische Jahr, das freiwillig europäische Jahr, ist eine ganz multidimensionale Lernerfahrung, von der auch jeder das mitnimmt, woran er selbst arbeitet und was ihn auch am meisten herausfordert. Und für mich war das sicherlich die Sprache, denn ohne ein Wort Französisch am Anfang
in Frankreich zu leben und dort dann tatsächlich vor Schulen oder vor Klassen sprechen zu müssen. Das ist etwas, das bedarf großen Mutes. Und ich bin total dankbar, dass es diese Möglichkeit gegeben hat. Ich glaube auch, dass alle aus dem Team jeweils für sich ganz spezifische Dinge mitnehmen können, die sie wiederum in ihrem fortlaufenden Lebenslauf auch verwenden können. Also ich kann auch ein Beispiel geben. Ein Italiener, der internationale Beziehungen studiert hat, der sagte, dass auf dem italienischen Arbeitsmarkt die Perspektiven eher düster aussehen, hat jetzt tatsächlich in Frankreich Arbeit gefunden und zwar auch sehr gut. Und da freut man sich nicht nur mit, sondern man ist auch einfach stolz zu sehen, wie Wachstum dort funktioniert. Vielen Dank, Corwin. Da sind auch wieder viele wichtige Sachen gefallen. Die Themen natürlich der Tätigkeiten, aber auch Sprachkompetenzen, neue Fertigkeiten, soziale, aber auch kulturelle Diversität. Genau das sind natürlich die Sachen, für die wir uns einsetzen möchten. Vielleicht eine kleine Nachfrage, und das ist dann auch die richtige, vielleicht, das leitet dann auch gut den Rest der Diskussion dann ein. Einerseits gibt es vielleicht eine Sache, die du wirklich mitgenommen hast und wo du eine besondere Erfahrung, die dich sehr geprägt hat. Und hast du vielleicht auf der Basis deiner Erfahrung eine Bemerkung oder einen Vorschlag oder eine Frage, die auch vielleicht für Herrn Spahr und Frau Verheyen interessant sein könnten? Mhm. Also abseits davon, dass es natürlich unzählige erinnerungswürdige Erfahrung gegeben hat, ist tatsächlich eine ganz besondere zu nennen. Denn unsere zwei Missionen waren nur diese zwei Missionen, aber abseits davon gab es auch noch immer weitere Einsatzstellen, und eine davon war die Banque Alimentaire, also die Tafel Frankreichs. Und ich erinnere mich noch ganz genau, mit welch einer tatsächlich negativen Stimmung wir dorthin gegangen sind, weil wir gedacht haben, das wird eh nichts. Die Leute werden uns abweisen. Wir waren in einem Supermarkt und haben Menschen angesprochen, ob sie die Bereitschaft haben, bestimmte Produkte zu kaufen und die dann zu spenden. Und eigentlich hatten wir die Erwartung, dass wir abgewiesen werden würden. Und das hat sich überhaupt nicht bestätigt. Es gab eine unfassbar große Solidarität. Menschen haben uns gefragt, wie wir dazu kommen, warum wir die Dinge tun. Wir sind in den Austausch geraten über auch durchaus politische Dinge. Die soziale Situation Frankreichs während der Pandemie war ein Thema, und ich glaube, dass diese Erfahrung zu sehen, wie viel tatsächlich Menschen bereit sind zu helfen, wenn ihnen auch ein Kontext geschaffen wird, in dem Hilfe funktioniert oder in dem Hilfe auch sichtbar gemacht wird. Das war einfach total beeindruckend und hat mir auch diesen Kritikpunkt, der oft angesprochen wird innerhalb der Europäischen Union, nämlich dass Europa eine Vereinigung von Ländern ist, die reine wirtschaftliche Interessen haben, oder auch die Kritik, dass das auch dazu beiträgt, dass wir eine Verindividualisierung der Gesellschaft betrachten, die immer egoistischer und vielleicht auch asozialer denkt. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall, und das ist da sehr klar aufgezeigt worden. Und ich muss sagen, dass diese tatsächliche, ja, diese Überwältigung, die man dort erfahren hat, etwas ist, das man in seine Zukunft auch weiterträgt. Und das ist auch der wichtige Punkt, warum sollte ein junger Mensch überhaupt teilnehmen an einem freiwilligen europäischen Jahr? Es sind diese Erkenntnisse, die tatsächlich, ich will jetzt nicht pathetisch wirken, das tue ich wahrscheinlich schon längst, aber die über das Leben hinaus, nämlich auch im eigenen Verhalten, sich fortpflanzen. Und das ist ganz besonders.
was Europa dann auch wirklich konkret macht, wo man sieht, es ist ja nun auch solidarisch. Und ich glaube, Frau Verheyen möchte sich zu Wort melden. Ja, ich finde gerade das, was Sie zum Schluss gesagt haben, dass das vielleicht jetzt zu viel Pathos war. Ich finde, für Europa und für diese Dinge kann man eigentlich nie genug Pathos haben, ja. Weil ich glaube, dass wir irgendwo gerade das Bewusstsein auch für das soziale Europa, für das kulturelle Europa, für den Bildungsraum Europa einfach wieder stärker ins Bewusstsein rücken müssen. Genau das ist ja das, was wir eigentlich bezwecken wollen auch. Europa wird von vielen als Business Club empfunden, als Geschäftsaustausch oder halt eben als Transferunion, um Leistungen von Hü nach Hott in der Infrastruktur und so weiter zu machen. Das ist ja das, was vordergründig bei vielen Bürgerinnen und Bürgern auch nur ankommt in der Wahrnehmung, dass Europa viel mehr ist, dass Europa im Endeffekt auch durch unsere gemeinsamen kulturellen Wurzeln und Werte, die wir zweifelsohne bei allen Unterschieden haben, dass die da sind, dass man über diesen Austausch eben genau diese Erfahrungen machen kann. Die ganze Solidarität, die auch innerhalb Europas, auch im sozialen Bereich da ist, die oft gar nicht wahrgenommen wird, aber trotzdem vorhanden ist, auch in der Krise. Das, glaube ich, kann man über genau solche Austausche, über ein freiwilliges soziales Jahr, über einen Studienaufenthalt, über Bildungsaufenthalte, über die diversen Angebote, die wirklich da sind, auch erkennen. Und ich glaube, dass auch durch nichts, durch kein Buch, durch keine Videokonferenz oder sonst was ersetzt werden kann. Ich glaube auch, dass wir viele Dinge von dem, was wir im Rahmen des E-Twinnings machen, für mich eigentlich immer nur ein Add-on sein kann. Irgendwas, was man zusätzlich machen kann, um Kontakte, die man einmal so geschaffen hat, Erfahrungen, die man einmal so gemacht hat, zu pflegen und weiterzutragen. Aber was ich unheimlich wichtig finde, ist, dass eben auch junge Menschen, die diese Erfahrungen gemacht haben, in Schulen gehen, in Jugendeinrichtungen gehen und einfach über das, was sie gemacht haben, direkt auch berichten, weil das viel authentischer ist, als wenn irgendwo ein Vortrag gehalten wird oder eine wunderschöne Infobroschüre auf Hochglanz gedruckt wird, die das anbietet. Und deshalb finde ich das sehr, sehr wichtig, dass man eben diese Erfahrungen auch miteinander teilt und weitergibt, um andere auch zu motivieren, genau das auch zu machen. Absolut, ja. Herr Spahn, Sie wollten auch kurz was dazu sagen? Ich glaube, man hört Sie nicht. Herr Spahr, Ihr Mikrofon. Ich soll gerade noch mal das Mikrofon überprüfen. Ich hoffe, es geht jetzt. Es geht sehr gut. Ja, anknüpfend an das, was von Frau Verheyen gerade gesagt hat, aber insbesondere auch Corwin Wilichowski erwähnt hat aus seiner Perspektive, dass eben Europa nicht nur ein Interessenclub ist, ja, sondern dass es eben auch eine Gemeinschaft von Werten ist und eine soziale Gemeinschaft. Also ich glaube, das ist ein Punkt, der sehr wichtig ist. Und ich denke, man kann das auch ein bisschen noch erweitern und sagen, wir können solche konkreten Initiativen, aber auch die Konferenz zur Zukunft Europas auch nutzen, um für die EU als Wertegemeinschaft und als Wertemodell auch ganz konkret Werbung zu machen. Also wir leben im Moment in einer Zeit der Ängste und wirtschaftlichen Sorgen, verknüpft mit der Pandemie. Aber wir leben eben auch in einer Zeit des Populismus und der Falschinformationen. Und da eben diese Gelegenheit zu nutzen, auch ganz konkret Europa als soziale Gemeinschaft und Wertegemeinschaft zu unterstreichen. Also das ist, glaube ich, eine gute Chance bei solchen Initiativen. Aber der Begriff Wertegemeinschaft ist da auch extrem zentral und wichtig. Manchmal vergisst es man und tatsächlich ist diese Idee des Interessensclubs oder des Wirtschaftsclubs oft prägend. Aber Europa kann immer noch und sollte vielleicht gerade heute auch ein Herzensprojekt sein und bleiben, dass man da auch eben Gefühle mit reinbringen kann. Natürlich nicht, dass das jetzt alles andere ersetzen soll, aber wie es vielleicht auch in den schönen in den europäischen Verträgen formuliert ist, dass die europäische, die Unionsbürgerschaft eben zusätzlich zur nationalen Bürgerschaft auch kommt und dass sich das eben nicht unbedingt bekämpfen muss, aber dass das eben auch komplementär sein kann, vielleicht auch gerade im kulturellen Bereich.
Aber Corwin, ich glaube, du wolltest auch vielleicht eine Frage stellen oder vielleicht sogar einen Vorschlag formulieren. Ja, richtig. Also mein Vorschlag oder beziehungsweise auch das, worauf ich gern verweisen möchte, ist, dass ich spüre und auch höre von vielen meiner Freunde, aber auch besonders von Menschen, die ich während meines europäischen Freiwilligenjahres kennengelernt habe, dass ein Bedarf daran besteht, Startertum, wenn ich sage das Wort jetzt mal so, zu unterstützen. Ich glaube, dass viele junge Menschen, genauso wie letztlich auch die politischen Vertreter, bestimmte krisenhafte Zustände innerhalb Europas sehr wohl wahrnehmen und auch nicht akzeptieren möchten. Und das sind dann besonders auch soziale Herausforderungen oder durchaus auch wirtschaftliche. Und ich kann jetzt ein bisschen vielleicht auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus sprechen, dass es relativ schwierig ist in Deutschland. Ich kann natürlich nicht urteilen in Bezug auf andere Staaten, aber etwas Eigenes in die Hand zu nehmen, zum Beispiel ein eigenes Unternehmen zu gründen, eine eigene Initiative zu starten, einen eigenen Verein zu gründen, der bestimmte Ziele hat, ein Social Startup zu gründen. Ich glaube, es gibt sehr viele Ideen. Europa ist ein Kontinent der Ideen mit vielen Individuen, die große Wünsche haben, tolle Ansätze und sicherlich auch den nötigen Biss. Manchmal denke ich, wäre es gut, bereits existierende Programme, die eben solche Ideen unterstützen, noch sichtbarer zu machen und vielleicht, und das ist jetzt etwas, das mir persönlich eingefallen ist, eine Art Fonds zu errichten, ein Fonds der Ideen, der mit wie viel Geld der pro Jahr ausgestattet werden sollte, das obliegt jetzt mir grundsätzlich nicht, das zu entscheiden, auch die Umsetzung wäre überhaupt nicht, es ist sozusagen einfach nur eine Idee, aber ein Fonds, der es ermöglicht, dort, wo Menschen Bedarfe sehen und die Bereitschaft verspüren, etwas anzupacken und das auch besonders im sozialen Kontext, das finanziell zu unterstützen. Denn ich glaube, dass die größte Herausforderung auch immer darin besteht, Menschen diese Angst vor dem Verlust der Sicherheit zu nehmen und etwas Eigenes in Angriff zu nehmen, ist immer die Aufgabe von Sicherheit. Wäre man in Europa vielleicht hier und da ein wenig mutiger, dann könnten Risse und Gräben, die entstanden sind, vielleicht auch schneller wieder zugespachtelt werden, und zwar aus Europa heraus, aus den Ideen der dort lebenden Menschen. Und ein ganz konkretes Beispiel kurz zum Schluss. Ich habe einen guten Freund, der möchte gerne Menschen kostenlos programmieren, beibringen. Aber das Ganze muss irgendwie in einen Kontext gerückt werden. Es braucht einen Raum, wo das stattfinden kann. Es müssen bestimmte Materialien zur Verfügung gestellt werden. Das Ganze ist auch eine Frage von Zeit. Und wenn hier diese privaten Ideen und dieser positive Antrieb, den viele verspüren, beflügelt wird durch auch etwas finanzielle Unterstützung, dann glaube ich, kann man in Europa viel bewegen, weil auch da gleichzeitig das Vertrauen, das die Europäer in die Europäische Union setzen, wieder zurückgegeben wird, indem die EU sagen würde, ihr als Bürger und Bürgerinnen dieses großen Kontinents und dieser Wertevereinigung, ihr seid auch diejenigen, die die Verantwortung, aber natürlich auch die Berechtigung habt, etwas zu verändern. Also das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn Sie allein vielleicht einen kleinen Gedanken daran verschwenden würden, wie es wäre, mehr solcher Ideen tatsächlich konkret dann zu unterstützen, im Sinne auch finanzieller Dinge.
Schöne Worte zum Europa der Ideen oder auch das Wort Social Startup ist gefallen. Das gefällt uns auch natürlich als Verein sehr, wenn wir so einen Vorschlag hören. Möchten Sie vielleicht, Herr Spar oder Frau Verheyen, zu dieser Idee und zu diesen Gedanken reagieren? Vielleicht gibt es ja auch bereits Instrumente, Programme, die sehr ambitioniert sind, aber die vielleicht auch junge Menschen, die uns jetzt zuhören oder mitschauen, die das vielleicht gar nicht kennen, obwohl sie eben auch vielleicht fördernwerte Ideen hätten. Möchte jemand einer von euch dazu beginnen? Frau Verheyen. Ja, zum einen gibt es natürlich auch Fördermittel auch für kleinere Projekte aus dem Rights and Values Programm, das ja genau eben, ich sag mal, zumindest was die Demokratisierungsgeschichten angeht. Wenn es um das Thema Social Startups geht, gibt es ja auch die Möglichkeit, aus dem Europäischen Sozialfonds für einige Projekte etwas zu machen. Die Frage ist dann immer, wie sind die Projekte aufgestellt? Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, was irgendwo immer ein Stück fehlt, ist das Thema Venture Capital. Das heißt, einfach auch mal Geld in die Hand zu nehmen für eine Idee, die gut ist, wo ich noch nicht direkt sehe, wann ich davon auch wieder was zurückkriege. Also gerade für junge Leute, die, ich sag mal, auch eine Unternehmensidee haben, sind viele, die sich auch gar nicht daran trauen, weil wir da ein sehr, sehr starres Denken, vor allem auch in Deutschland, haben. Ich habe das oft gesehen, wenn es um Unternehmensgründungen geht, jetzt nicht nur in Bezug auf soziale Themen, sondern auch wirtschaftliche Themen, da sind wir sehr träge. Wir machen es jungen Unternehmen oft schon vom Beginn an schwer. Ich kann zwar eine GmbH gründen, aber dazu brauche ich erstmal meine 25.000 Euro. Wir haben viele erstmal gar nicht. Die haben eine tolle Idee, aber nicht das Geld, um eine GmbH zu gründen. Und das sind Dinge, wo wir immer wieder auch von europäischer Seite aus fordern, dass wir einfach da mehr, Ideenkapital auch bereitstellen müssten. Die Frage ist natürlich dann immer, und da kommen unsere Haushaltspolitiker dann sofort um die Ecke, die dann sagen, ja, das sind ja Steuergelder und das können wir ja nicht einfach so in den Wind schießen. Und da müsst ihr ja schon auch gucken, was irgendwo an, dass das zumindest eine gewisse Sicherheit hat. Und damit fängt es dann im Endeffekt schon wieder an. Insofern ist die Frage für mich auch immer, wie kann man gegebenenfalls auch mal Netzwerke aufbauen, wo man Unternehmen auch mit ins Boot holt, die privates Kapital auch gerade für solche Dinge investieren, die Stiftungen zum Beispiel. Es gab ja mal diese Initiative Deutschland, das Land der 1000 Ideen oder so, wo auch solche Dinge gefördert wurden. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir sowas vielleicht auch auf europäischer Ebene machen, auch für den sozialen Bereich, für, ich sag mal, innovative Themen, für Umweltthemen, für gesellschaftliche oder gesellschaftspolitische Themen. Ich greife das sehr gerne mal auf und werde das auch nochmal, ich sag mal, in Richtung Kommission auch weiter einspeisen, welche Möglichkeiten man da eventuell hat, solche Dinge auch mal einfach in die Hand zu nehmen. Europa, das Land der... Tut mir leid, Karin. Ach nee, ich wollte mich nur bedanken. Europa, das Land der 1000 Ideen. Was halten Sie davon, Herr Spar? Ja, also ich hatte ja auch das Vergnügen, bei der Europäischen Kommission auch das Thema Investment zu begleiten. Und insofern kann ich natürlich anknüpfen an das, was Frau Verheyen gesagt hat. Also da gibt es jetzt, wenn man jetzt an Unternehmertum denkt, gibt es natürlich InvestEU. Es gibt die Fördermöglichkeiten natürlich auf der professionellen Ebene. Ganz viel auch gerade für ökologische Projekte, für Projekte, die eben sich nicht sofort am Markt finanzieren lassen. Da tut die EU ja schon sehr viel. Darüber hinaus gibt es natürlich nicht nur Programme, die direkt von der EU betrieben werden. Also gibt es auch, fällt mir jetzt gerade ein, auch gute zwischenstaatliche Programme. Zum Beispiel, wenn ich denke an den neuen deutsch-französischen Bürgerfonds, der sich ja gerade auch an die Zivilgesellschaft wendet, wo eben Sie, Herr Wilichowski, wenn Sie jetzt in Deutschland sind und in Frankreich jemand Gleichgesinntes haben, in einem bestimmten Bereich zu arbeiten, dann können Sie auch als Einzelperson oder als Verein solche Initiativen fördern lassen. Also ich glaube, da gibt es ganz viel. Vielleicht braucht man nur manchmal eine bessere
Übersicht dazu. Ja. Und dann aber vielleicht auch noch ein Punkt zu dem Rights and Values Programm der EU. Ich glaube, wenn wir diese Dinge diskutieren, dann sollten wir natürlich auch daran denken, wie wirkt es außerhalb der EU? Ja, wir reden viel über Geopolitik, wir reden auch viel darüber, dass wir ja die EU doch irgendwann erweitern möchten auf dem westlichen Balkan. Und wir haben Nachbarschaftsprogramme mit der Ukraine, mit anderen Ländern, dass wir eben da auch schauen, wie wird das von außen wahrgenommen und dass wir auch dafür sorgen, dass in diese Diskussion über europäische Identität sich auch die Nachbarn der EU mit einbezogen fühlen. Vielen Dank, Herr Spahr. Wenn es zum Thema auch, oder möchten Sie vorhin noch mal, Frau Verheyen noch einmal dazu etwas sagen? Ja, ich glaube, dass es aber genau deshalb auch wichtig ist, dass man in diesem Bereich auch deutlich mehr investiert, weil wir gemerkt haben, mit eben auch bei den Staaten, die, ich sag mal, als jüngste Staaten der EU beigetreten sind, dass wir gerade in diesem Bereich Rights and Values, Demokratieverständnis häufig noch auch Defizite haben und dass man da wirklich, ich sag mal, substanziell investieren muss, um auf Dauer auch die Demokratien in diesen Ländern zu festigen. Wir haben ja, ich sag mal, mehr und mehr auch immer wieder ja schon teilweise schon fast autokratische Tendenzen, die sich in einzelnen Bereichen breit machen oder der Rückfall in alte Mechanismen. Und ich glaube, dass man hier wirklich strukturiert, ich sag mal, auch Demokratiearbeit machen muss, Bildungsarbeit machen muss. Und das Rights and Values Programm, da ist ja auch dieses alte Programm Europa für Bürgerinnen und Bürger eingeflossen. Und das war der Grund, weshalb ich auf Rights and Values gekommen bin, weil das ja immer noch ein Bestandteil auch dieses Rights and Values Programm ist. Und genau da können natürlich auch solche konkreten Projekte, wie Sie da gerade angestoßen haben, gegebenenfalls ein Zuhause finden. Der Schwerpunkt soll zwar Demokratie und Werte sein, aber ich glaube, dass auch Solidarität und ich sag mal Hilfestellung für Menschen, zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich will den Leuten kostenlos Programmieren beibringen. Und wenn ich das grenzüberschreitend mache, in Kooperation womöglich auch noch mit anderen, würde sowas natürlich auch entweder in die Bereiche der Interreg-Programme mitpassen können. People to People war ja in der letzten Förderperiode eins dieser Programmteile des Interregs. Sowas könnte man natürlich, ich sag mal, auch in Zukunft darüber machen. Aber es setzt immer voraus bei der Europäischen Union oder bei Fördermitteln Europas, dass eben die grenzüberschreitende Kooperation auch damit da ist, dass man eben nicht nur in einem Land für ein Land etwas tut. Dafür sind nach wie vor die Länder zuständig, sondern dass immer der europäische Mehrwert auch mit präsentiert wird. Gerade in dem Zusammenhang, und Sie haben ja auch vor kurzem unsere Haushaltspolitiker erwähnt. Und da wollte ich nochmal nachfragen, wie Sie zum Aufbauinstrument New Generation EU stehen und welche Möglichkeiten vielleicht das Aufbauprogramm dann auch bietet. Kann man es auch als Generationspakt sehen? Gibt es da auch diese Perspektive für Jugend und mehrere Generationen? Welche Möglichkeiten bieten sich da? Das wäre vielleicht auch besonders interessant, gerade mit Blick auf die Finanzierung von möglichen Projekten, die dann auch wichtig oder einen Mehrwert hätten für Jugendliche, für junge Menschen auch in den Mitgliedstaaten selbst. Ja, das Wiederaufbauprogramm, muss ich zu meinem großen Bedauern sagen, liegt ja weitestgehend in der Hand der Mitgliedstaaten. Und die Frage ist, ob das, was wir eigentlich damit wollen, dass wirklich zukunftsweisende Projekte auch die Umgestaltung wirklich so nachher damit gefördert wird, muss ich erstmal noch zeigen. Zurzeit sind ja die Mitgliedstaaten dabei, ihre sogenannten operationellen Programme für die Implementierung und Umsetzung dieses Recovery Fund, Next Generation EU Recovery Fund, da eben auch vorzustellen. Was mir da ein bisschen fehlt, ist, dass gerade im Bereich Kultur oder auch Bildung oftmals, das nicht so stark berücksichtigt wird, wie wir uns das gewünscht oder erhofft haben, gerade auch von unserem Ausschuss heraus, sondern in vielen Bereichen Strukturwandel sicherlich eine Rolle spielt,
Auch, ich sag mal, das Thema Klimawandel wird die Kommission sehr darauf achten, dass das, was da an Neuinvestitionen kommt, direkt auch ganz anders aufgestellt wird. Aber der Nicht-Wirtschaftsbereich, ich sage das mal so, sondern der gesellschaftliche Bereich, so sehe ich es zumindest bisher, findet nicht in dem Maße statt, wie wir uns das eigentlich gewünscht haben. Denn für mich gehört auch zu einem wirtschaftlichen Wandel auch immer ein Stückchen gesellschaftlicher Wandel mit dazu. Beides muss miteinander einhergehen und beides braucht auch ein Stück Unterstützung. Und wenn dann genau halt eben im Kultur- oder im Bildungsbereich, ich sag mal, zwar die Infrastruktur an Schulen mit neuen Computern oder sonst was gefördert wird, aber nicht das, was dann nachher noch mit dahinter steckt, also auf die Inhalte bezogen, ist das für mich immer den kleinen Schritt zu kurz gesprungen. Würden Sie das aus der regionalen Perspektive ähnlich sehen, Herr Spahn? Ja, also gut, ich meine, verständlich ist es im ersten Moment, dass man natürlich erst an die wirtschaftliche Erholung denkt. Aber wir haben ja vorhin auch ein gutes Beispiel gehört, dass die Kultur ja auch ein Wirtschaftsfaktor ist. Und außerdem haben wir ja alle auch während der Pandemie gesehen, dass das soziale Leben ja auch für uns und für unsere Gemeinschaft auch einen elementaren Wert hat. Also ich glaube, man muss das schon im Kontext sehen. Und also was wir im Moment als Herausforderung sehen, ist, dass man den Gedanken der Subsidiarität rettet, auch in Krisensituationen. Ja. Also in der Kohäsionspolitik werden viele Programme tatsächlich auf regionaler Ebene entschieden. Jetzt bei den neuen Maßnahmen Next Generation EU, da wird eben sehr viel wieder in den Hauptstädten entschieden, auf der nationalen Ebene. Und da sind manche Länder vielleicht besser, dann ihre Regionen auch einzubeziehen und andere sind vielleicht weniger gut. Aber es ist schon eine Herausforderung, da eben auch die Stimmen sozusagen, wie man auf Englisch sagen würde, on the ground, also an der Basis auch zu hören, was sind die konkreten Bedarfe in Städten und in Regionen. Also das ist ein Punkt, den wir im Moment kritisch sehen. Und daneben bietet natürlich jetzt diese Krisenbewältigung auch viele Chancen. Also wir haben gelernt, flexibler zu sein, neue Wege des Lebens und Arbeitens, auch dank digitaler Optionen. Und ich glaube, dass durchaus dadurch, dass wir uns eben nicht mehr alle jeden Tag in Großstädten im Zentrum treffen, ja, dass auch die ländlichen Regionen und die kleineren Städte wieder attraktiver geworden sind als Arbeitsplätze und dass wir insgesamt flexibler geworden sind. Und ich glaube, das bietet natürlich auch viele Chancen. Dem würden wir auch als Verein natürlich völlig zustimmen bei dieser. Also ich wäre da persönlich komplett einverstanden. Vielen Dank, Herr Spahr. Wir hätten da auch eine Frage unserer Teilnehmer oder Zuschauer von Dorothee Ammermann. Und diese Frage ist an Frau Verheyen erstmal gerichtet. Ich übe mich jetzt mal als Sprecher. Frau Verheyen, wie kann es Ihrer Meinung nach gelingen, junge Menschen effektiv in die Konferenz zur Zukunft Europas einzubinden? Wie sollen junge Menschen im Hinblick auf die Konferenz zur Zukunft Europas konkret in Anführungszeichen abgeholt werden? Welche Maßnahmen plant, und da wird es spezifisch auch der Kulturausschuss, um junge Menschen zu einem wichtigen Bestandteil der Konferenz zu machen? Und wie es ja zum Beispiel in der Joint Declaration vorgesehen ist? Also zum einen ist es so, dass wir über das EI-Event, also das European Youth Event, schon ganz konkrete Planungen haben, wie junge Menschen in den Diskussionsprozess auch darüber mit einbezogen werden sollen. Es ist auch geplant, dass entsprechende Jugendkonferenzen verschiedenste stattfinden sollen. Also in dem ganzen, in der ganzen Prozessstruktur ist schon jetzt auch gerade der Aspekt der Einbindung junger Menschen sehr, sehr stark im Fokus, weil wir glauben, dass wir ohne die jungen Leute
nicht über eine Zukunft Europa diskutieren können, weil die Zukunft Europas heißt auch die Zukunft der jungen Leute. Und ich kann heute nicht irgendeine Struktur diskutieren und schaffen, ohne diejenigen, die nachher in dieser Struktur leben sollen, auch adäquat mit einzubinden. Und das ist im Endeffekt über verschiedenste Veranstaltungen. Die Konferenz zur Zukunft Europa ist ja nicht nur eine einzelne Veranstaltung, sondern sind viele Veranstaltungen. Und wie gesagt, einmal über den European Youth Event, aber auch über andere Konferenzbestandteile auch teilweise greifen, zum Beispiel die Simulation Europäisches Jugendparlament greift auch Themen zur Struktur und Zukunft Europas mit auf. Das sind ganz, ganz viele Engagements, die im Moment entwickelt werden und stattfinden werden im nächsten halben oder im nächsten Jahr, sagen wir mal. Wir hoffen halt eben drauf, dass wir möglichst bald diese Dinge auch eben wieder in Präsenz machen können, weil ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass man auch im Rahmen dieser Konferenzen die Begegnung direkt auch miteinander hat und den Mehrwert auch aus dem direkten Kontakt für die Ideen und für die Weiterentwicklung der Erwartungen an Europa ranzieht. Außerdem ist JEF zum Beispiel, die jungen europäischen Föderalisten, sind auch natürlich sehr, sehr aktiv zurzeit schon in dem Bereich, um auch im Rahmen der Debatte zur Zukunft Europas entsprechenden Input zu geben und auch viele andere junge Organisationen, die hier auch gehört werden. Wir wollen das auch zum Prinzip auch miterheben, dass in Zukunft die Beteiligung junger Menschen nochmal deutlich verstärkt wird. Das findet immer wieder auch statt, aber immer nur vereinzelt. Und das sollte eigentlich in meinen Augen viel stärker zum Prinzip auch mit erhoben werden, dass in den vorbereitenden Prozessen für Entscheidungen im Endeffekt junge Menschen mit einbezogen werden. Wie würden Sie dazu stehen, Herr Spar? Was kann da vielleicht auch die regionale Ebene auch bei, dieses Einbinden der jungen Menschen bei der Konferenz zur Zukunft Europas, um das zu stärken, zu fördern, zu erleichtern? Gibt es da auch Möglichkeiten auf dem Niveau? Ja, also da gibt es natürlich zum einen Möglichkeiten für Organisationen wie unsere, uns einzubringen mit eigenen Veranstaltungen, mit eigenen Debatten. Wir haben auch da natürlich unsere Gremien, die sich beteiligen. Wir wollen jetzt im Mai eine Debatte zur europäischen Demokratie machen, die also stark inhaltlich auch von unserem Büro getrieben wird, wo sich die Mitglieder politisch einbringen. Und wir haben im Herbst dann eine große Konferenz zum Thema Nachhaltigkeit. Und das sind jetzt auf den ersten Blick zwei verschiedene Stichworte, sozusagen europäische Identität und Nachhaltigkeit. Aber letzten Endes geht es ja auch um die Zukunft und um die Perspektiven der nächsten Generation. Und da sind natürlich Themen wie Klima und Umwelt mit vorne dabei. Also neben den aktuellen Sorgen um Gesundheit und Jobperspektiven ist, glaube ich, das Umwelt- und Klimathema ein ganz wichtiges. Und ich denke, man kann schon das auch miteinander verbinden und dann fragen, also wie wollen wir in Zukunft in Europa leben und wie stellen wir uns in der Zukunft die Welt vor? Und das eben mit der jungen Generation zu debattieren. Wir machen das auch durchaus im Kleinen. Also wir haben da zum Beispiel mit Partnern aus dem Universitätsbereich bieten wir jetzt Schulungen an für Vertreter von Regionalregierungen, für junge Mitarbeiter in den Verwaltungen und nutzen eben darüber hinaus auch unsere Jugendprogramme. Also wir haben auch ein eigenes Jugendnetzwerk, das Youth Regional Network von der VRE und arbeiten da mit diesen Jugendvertretungen. Aber sind natürlich gerne, also mit Ihnen und mit allen europäischen Institutionen, mit dem Parlament auch an der Zusammenarbeit interessiert. Ich glaube, dass Sie auch vollkommen damit recht haben, dass es gibt sicherlich eine Konvergenz auch zwischen der Klimafrage und der Umweltfrage und auch der sozialen beziehungsweise sogar Identitätszusammenhaltsfrage. Es ist ja auch, wenn man eben gemeinsam
versucht, auch Herausforderungen zu bewältigen. Und die Klimafrage ist sicherlich da auch eine gewaltige Herausforderung, dass sich auch Gemeinsames herausbilden kann und auch ein Eigenverständnis als Teil eines etwas Größeren, einer etwas größeren Gemeinschaft. Und es gibt ja auch bereits ansatzweise solche Programme wie das Freie Ökologische Jahr in Deutschland. Ich selbst hatte übrigens auch früher hatte mich selbst für ein Projekt eines nationalen Umweltdienstes eingesetzt in Frankreich als Bürgerlobbyist, ich sage es mal so. Und sicherlich gibt es da eine starke Konvergenz auf jeden Fall. Der Punkt der zur Einbindung der Corwin. Ich würde gern auf den Punkt von Frau Ammermann nochmal eingehen, auf die Frage, wie kann man Jugendliche konkret einbinden und sie abholen und vor allem auch eine Erreichbarkeit schaffen. Ich glaube, und das wage ich jetzt einfach mal zu behaupten, dass es ein Vermarktungsdefizit gibt. Ich habe mit vielen meiner Freunde gesprochen und auch gefragt, wisst ihr, wie das heißt, was ich hier mache? Habt ihr davon schon mal gehört? Und niemand wusste es. Grundsätzlich auch in der Schule wird über solche Projekte nicht gesprochen. Es gibt keinerlei Hilfestellung. Man wird nicht ausgestattet mit Material, das vielleicht einen auch hinleitet zu der Idee Europa. Das ist ein sehr aktiver Prozess. Und ich habe auch von allen anderen, die jetzt im Team gewesen sind, gehört, dass sie auch überfordert waren, überhaupt die Bewerbung abzuschließen. Nicht, weil die Bewerbung an sich sehr schwierig oder hohen Anspruch hatte, sondern weil das Verfahren tatsächlich wenig intuitiv gestaltet war und auch die Webseite im Gegensatz zu Programmen wie Kulturweit oder auch das Freie Ökologische Jahr, da sind die Darstellung deutlich besser. Es ist auch viel mehr Außenwahrnehmung da, glaube ich. Und ich denke, dass ein Teil auch des Geldes, das in die Projekte selbst fließt, das muss auch für Vermarktung ausgegeben werden. Und das wird es ja mit Sicherheit, da bin ich mir ganz sicher. Nur vielleicht ist es auch deswegen so wichtig, noch mehr Sichtbarkeit zu schaffen. Deswegen, weil es so ist, dass besonders diejenigen aus privilegierten Schichten eher diejenigen sind, die aktiv auf der Suche nach solchen Programmen sind, weil zum Beispiel der Cousin oder die Cousine etwas Ähnliches getan hat oder der Vater Jurist ist und entsprechend auch europäische und vielleicht auch internationale Erfahrungen gesammelt hat und deswegen die Sensibilität gegenüber solchen Projekten höher ist. Und um diejenigen abzuholen, die tatsächlich vielleicht eine etwas größere Distanz dazu haben, um das zu erreichen, ist es einfach nötig, auch in den Schulen oder auch auf sozialen Plattformen wie TikTok, egal wie schlimm es sich anhört, man muss dort, glaube ich, Präsenz schaffen und ein Bild transportieren, was in sich geschlossen ist und das junge Menschen überzeugt und welche Werbeagentur man damit jetzt beauftragt, egal. Hauptsache, es gibt so etwas wie eine tatsächliche Geschichte, die Europa auch den jungen Menschen erzählen kann und die dann aufgenommen wird. Ich glaube, mit der Vermarktung und auch der Idee der vielleicht der Medienberichterstattung kommen wir auch nun langsam zum Schluss dieser Veranstaltung. Es ist bereits 19:30 und damit sind wir auch schon am Ende der eingeplanten Zeit. Tatsächlich ist auch eine wichtige Frage, die ich noch gehabt hätte, aber vielleicht kann doch jeder auch sich in einem Schlusswort dazu äußern, wie man am besten dann auch in der Öffentlichkeit zu den Schlussfolgerungen der Konferenz zur Zukunft Europa berichtet und ob da vielleicht auch Jugendorganisationen einen besonderen Platz haben könnten. Ich würde Ihnen dann, Frau Verheyen und Herr Spahr, ein Schlusswort lassen und dann natürlich auch Herr Dr. Ostri. Ja, vielen Dank. Ich glaube, die Zukunft Europas kann nur mit jungen Leuten gemeinsam gestaltet werden. Deshalb finde ich es wichtig, dass sie im Prozess, aber auch in die Entscheidungsfindung ein Stück auch mit einbezogen werden. Die Präsentation muss so sein, dass junge Menschen auch
ja, ich sag mal, ihren Anteil an diesem Prozess auch am Ende noch wahrnehmen. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist. Und dazu braucht man eben auch junge Leute. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man, ich sag mal, mit jungen Leuten, für junge Leute auch die Kommunikation macht und nicht an den jungen Leuten vorbei. Und deshalb bin ich gespannt, wie nachher die Ergebnisse aus den jeweiligen Konferenzteilen auch in den Entscheidungsprozess dazu, wie sich die EU zukünftig aufstellen muss. Und da spielen ja auch die Regierungschefs nachher eine große Rolle, denn Ziel dieser Konferenz zur Zukunft Europas ist es ja auch, darüber nachzudenken, wo muss die EU sich verändern, wo müssen neue Kompetenzen geschaffen werden, wo kann eventuell die EU auch Kompetenzen wieder in den nationalen Bereich abgeben, wo man sieht, da ist der europäische Mehrwert vielleicht nicht so groß. Das sind alles offene Fragen, offene Diskussionen, die gestellt werden müssen. Wie können die Bürgerinnen und Bürger stärker in den europäischen Prozess mit einbezogen werden? Ich finde, das kann man nicht an den jungen Leuten vorbeimachen. Das muss man mit den jungen Leuten machen, so dass junge Leute nachher auch in der Präsentation der Ergebnisse aktiv mit beteiligt sind, damit auch wirklich die Botschaft ankommt. Spar? Ja, also zu dem Thema Einbindung der Jugendlichen, glaube ich, sind wir uns alle weitgehend einig, also dass das strukturiert sein muss, dass wir auch tatsächlich das Feedback dann aufnehmen in den politischen Prozess. Aber ich fand den Aspekt der Kommunikation gerade auch nochmal sehr interessant. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir nicht alles von Brüssel aus in die Länder und Regionen kommunizieren können, sondern dass wir das gemeinsam machen müssen mit den Menschen vor Ort. Das haben wir schon bei der Kohäsionspolitik gesehen. Das muss man in unterschiedlichen Sprachen machen. Man muss auf die Situation vor Ort jeweils eingehen. Und ich glaube, die meisten Menschen sind nicht durch große Zahlen und Statistiken beeindruckt, sondern sie sind dadurch dann auch angesprochen, wenn man sagt, was verändert es vor Ort bei ihnen? Ja, die Ärztin im Krankenhaus, der Feuerwehrmann, die ihren Job besser machen können, weil die EU irgendwo unterstützt. Also sozusagen, dass man in das europäische Narrativ auch die Helden des Alltags mit einbezieht. Ich glaube, das ist wichtig und das betrifft natürlich genauso auch die Jugendlichen. Und ich glaube, dann können wir die Debatte auch voranbringen. Vielen Dank, Herr Spar. Ganz kurz, bevor ich Herr Dr. Austri das Schlusswort überlasse, noch einmal herzlichen Dank im Namen des Kollektiv für le Service Civique Européen, dass Sie dabei sein konnten. Und ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, anzuführen, dass ohne unsere ganzen Partner auch dieses Projekt nicht möglich gewesen wäre, darunter das deutsch-französische Jugendwerk, auch die deutsche Botschaft in Paris, die uns unterstützt hat, die französische Nationalagentur natürlich und alle unsere Partnervereine, insbesondere auch Unicité. Herr Dr. Austri, vielen Dank für Ihre Unterstützung, dass diese Veranstaltung möglich gewesen ist. Und ich überlasse Ihnen das sehr gerne das Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Boris. Es gibt eigentlich nicht sehr viel hinzuzufügen, wenngleich ich mir sicher bin, dass das erst der Beginn einer längeren Diskussion ist. Aber vielleicht zwei Stichworte, weil Frau Verheyen das so schön formuliert hat, die Botschaft muss ankommen. Und der zweite Schritt mit Blick auf Herrn Spar, er verändert sich vor Ort. Ich glaube, wenn wir diese beiden Säulen zusammennehmen, dass die Botschaft ankommen muss und dass sich wirklich was verändern muss, mithilfe auch der Jugend und der Teilhabe, dann bin ich eigentlich ganz optimistisch mit Blick auf die Konferenz, aber auch vor allem mit Blick auf den europäischen Freiwilligendienst. In diesem Sinne vor allem unseren Referenten einen ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an diesem frühen Abend dabei zu sein. Boris und dem Kollektiv einen herzlichen Dank für die Zusammenarbeit, Sophia und Jana für die Organisation. Und dann wünsche ich uns allen noch einen schönen Abend und alles Gute, bleiben Sie gesund und uns allen gewogen. Wiederschauen. Schönen Abend, vielen Dank.